Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Factorio mit Benny Hallo. und Wesley. Guten Tag. Hallo. Hallo. Das Herz mit Smiley oder was machst du hier? Ich wollte es verschönern, aber irgendwie. 2.0. Ja, genau. So, also ich gehe mal nach unten, setz mal den Zug. Ich habe zwei Lokomotiven auf Tasche. Lokomotive Moskau oder so. Keine Ahnung, ich habe ja keine Ahnung von Fußball. Ich weiß bloß, dass wir Deutschen jetzt auch Hooligans haben. Habe ich jetzt irgendwie in den Nachrichten Was? gestern zufällig gesehen. So was gibt's? Deutsche Hooligans? Ja, irgendwie war da nicht was jetzt irgendwie. Scheinbar sind da ein paar Zuschauer höchst ausgerastet im Fanblock. Jetzt gegen Tschechien war das, glaube ich. Oder? Haben die jetzt gegen Tschechien gespielt? Ich habe doch keine Ahnung. Helft mir mal. Ich habe auch keine Ahnung. Ich bin Handballer. Fragst du den richtigen, ey. Ach, ihr auch? Falsches Let's Play. Ja, also ich vertage meine Schalterproblematik auf einen Offline-Bereich. Ich würde sagen, wir haben genug Strom und wenn nicht, dann können wir da unten nochmal einen Strommasten anklicken. Wir haben einmal Eisenerz Unterstrich an und wir haben einmal Eisenerz Leerzeichen an. Welcher ist jetzt der? Muss ich jetzt hier extra aus dem Menü wieder raus? Eisenerz, Anlieferung, ganz normal Eisenerz an. Eisenerz an, okay, Wo ist ein ja, okay. Eisenerz Unterstrich an? Kommt das Eisenerz dann hier? Eisenplatten. Ach, da unten ist noch ein Eisenerz an. Der hier. Huch, Caps Lock. Ah, schon zu verbaut. Ja, nice. Mit deiner schönen Beladung. Ich habe letztens so einen richtig schönen Bahnübergang gebaut. Ein Bahnübergang. Bahnübergang. Aber Okay. nicht, wo der Zug anhält. Er kann dann immer durchfahren. Die Tore gehen halt dann nicht. Ach so, das heißt, du kannst quasi nicht auf die Gleise. Es ist halt ein realistischer Bahnübergang. Nicht wie in echt. Stell dir mal vor, du drückst auf Wien auf eine Ampel auf Rot. Kannst du Zug hält dann. Alles klar. Danke. Genau, läuft irgendwie so. Kennt ihr die Leute, die meinen, sie müssen am Zebrastreifen auf jemanden warten? Ja, du kommst Ja. da mit dem Auto angekachelt, steigst voll in die Eisen und guckt er dich an, guckt weg und ich denke mir so, ey, du stehst am Zebrastreifen, was soll ich jetzt machen? Was soll ich denken, was du vorhast? Und dann willst du gerade losfahren und sehen sie auf der anderen Seite vom Zebrastreifen, ja, da ist mein Kumpel und laufen dann auch los, ja. Na. Also, ja. Leute, das ist uncool. Oder was ich auch nicht ganz kapiere, ist die Leute, die dann. Boah. Du weißt, dass du auch Kollision mit einem Vorsicht, Zug Zug. machen kannst, mit einem Zug, gell? Boah. Alter, sag knapp, ey. Jetzt der Bahnübergang, der war schon. Achso, stimmt, jetzt lübt er ja richtig gut, ja. Was haben wir hier eigentlich noch alles für Kisten? Alter. Du weißt, dass dein Heli auch von dem Zug angefahren werden kann. Nein, kann er gar nicht. Oh, stimmt. Nicht nett. Kannst du für den Zug, der nach unten immer fährt, auch das so machen? Wie kannst du das machen, dass der hier dann auch Kohle holt? Das hat damit nichts zu tun. Achso, nee, der hier kriegt ja Kohle. Stimmt, Die kriegen jetzt. Kohle, so wie sie da oben Eisenerz abliefern. Hä, aber hier wird ja gar nicht beladen. Klar. Jetzt Nein. nicht mehr.
Weil du hast kaputt gemacht. Da sind doch Ich habe zwei. kaputt gemacht. Alles kaputt gemacht. Nice. Oh, Ist er voll? Vielleicht? den wollte ich nicht abreißen. Nee, nee, er hat hier irgendwelche Knickis oder so wahrscheinlich weggemacht. Sind sie nicht mit Kohle drin? Nein, ich reiße die komplette Ausladung hier ab. Das machen wir schneller jetzt. Das hat doch aber nichts Ach mit der nee, jetzt Kohle hier zu tun. die habe ich nicht gesehen wegen der, ja, wieso habe ich denn gerade die Knickis nicht gesehen? Standen Warte, halt bis die dahinter, ne? Warenhäuser hier leer sind. Machen wir das von Hand, ey, mein Das Gott. Balancing machst du jetzt hier alles kaputt, oder? Ja. Das heißt, du musst Da die hier freut sich weg ja machen und. Anubis. Direkt wieder ein Ja. D-Abo. Dankeschön. Nein, nein, nicht zu mir, nicht zu mir. Nein, 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 nein! Ach, da oben, das ist ja schon wieder leer, ne? Das Dann heißt, wir ist sie können auch da deine frei. Schmelze erweitern. Die wollte ich nicht erweitern. Ja, ich wollte die erstmal finden. Muss erstmal ein bisschen schneller sein hier. Dahin. Oder eine Dahin. zweite bauen halt. So. Warenhäuser. Dahin. Das ist ja die Blaupause. Ich hätte doch gerade noch. Scheiße. So haben wir das Eisenerz auch wieder angeschlossen. Oh, irgendwie habe ich stromtechnisch, glaube ich, was kaputt gemacht. Hier ist noch ein Sehr dickes gut. Uranfeld. Das ist äußerst uncool. Das muss ein Kettensignal werden. Genau das wollte ich nämlich nicht. Das dann auch. So, wollen wir von direkt von den Warenhäusern hier reingehen Da eigentlich? steht ein Zug, dann muss das auch weg. Nein! Eigentlich finde ich Wir das wollten das besser. irgendwie balancen, sodass alle gleichmäßig, oder? Wollen wir Deswegen das? hatten wir ja, glaube ich, das Große noch hier so. Also wir haben jetzt hier 12 Eingänge. Ich würde sagen, geht in jedem Warenhaus gehen wir mit Das 4 weg links. und dann verteilen wir das. Das erste Warenhaus geht auf den ersten Eingang, auf den fünften, auf den neunten, auf den ersten, auf den vierten, auf den siebten und auf den 11. Was? Ey, Ja. kannst du hier nicht mit allen. Ne, wie viel haben wir? 12, 9? Wir haben 12 Eingänge hier jetzt. Das heißt, so ein Warenhaus kriegen wir da 24 ran. 24 brauchst du nicht unbedingt. Ja, klar, genau 24. Ja, weil dann kannst du nämlich so ein Warenhaus als Balancer nehmen. Ja, dann Falls mal wieder ein Zugstau. Zug nur vorne leer ist oder so. Machen wir das so. Was ist hier Sache machen? So. So rum. Der Benni macht wieder alles anders. Ja, ja, Oh, verdammt. ich find's so schöner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Stück haben wir jetzt. Wir brauchen 12 Eingänge. Ja, genau. Das haben wir jetzt gerade gesagt. Gut. Nicht mehr. Was zerstören, ey. Boah. Nur am Verklicken hier. Weil dann hast du so automatisch einen Balancer. Ist geil, wenn drei Leute hier die Fließbänder Ja. nehmen. Da läuft doch.
Ja, schick mal den Zug wieder los hier. Warum steht Ja, er mach noch? mal da Erstmal unten ausladen Strom lassen. drauf. Deine Blaupause kannst du mal hier Ups. anpassen. Zip. Da stehen schon drei Züge und warten. Ja, geil. Dann können wir gleich mal gucken, wie schnell die leer sind dann. Eins. Oh, die blockieren sich alle gegenseitig, das ist alles Mist. 5 Sekunden, oder? Würde ich sagen. So um den Dreh rum, ja. Hier müsste noch so ein, wie nennt sich das, Abstellgleis sein, wo die Züge sich pa parken können, wenn sie hier, wenn es voll ist. Aber ich glaube, jetzt werden sie eh nicht mehr warten. Sind die Züge Ja, eigentlich so jetzt. eingestellt, dass die Jetzt bist, also ich habe meinen eingestellt, dass er notfalls in einer Minute wieder losfährt. immer auch bei beiden Bahnhöfen? Was? Nein, die fahren immer erst, Ja. wenn sie leer sind. Okay, dann darfst Also du das bei mir. umstellen. Das finde ich nicht so gut, weil die können dann hier stauen, warten dann und dann wird alles blockiert. Ja und? Ich würde sie lieber sagen, die sollen erst losfahren, wenn sie voll sind. Ja, aber warum sollen sie fahren, wenn ich sie nicht brauche? Die stauen ja da vorne nur, wenn es nicht Ja, ausgeladen aber wenn wird. jetzt einer halb leer dasteht, ja, dann kann der wenigstens sich schon mal vollladen. Ja Ja, gut, aber solange hier warum? nur Wenn Eisen er halb herfährt, leer aber hier dasteht, fährt auch dann brauche ich Kohle. den halben Waggon ja nicht. Dann Aber brauche hier ich ja fährt ja nicht auch noch einen halben. Kohle. Hier fährt ja auch der Kohlezug und der kann dann nicht weiterfahren, wenn Eisen erst stauen sollte. Und deswegen war ich gerade am Überlegen, ob ich hier mal einen vernünftigen Kreisel mache, damit das hier auch mal vernünftig rein und raus fährt. Ja, ein Kreisel wäre vielleicht nicht schlecht. Die fahren hier nämlich alle sehr nervig, immer stockend Ey, kannst du durch. hier hinten nicht auch noch einen Kreisel hinmachen, wo ich gerade stehe? Und dann so nach unten weg oder so? Oder? Also, ich wollte gerade sagen, mach doch einen unterirdischen Zug, aber das geht jetzt hier unterirdisch durch, weißt du? Ja, aber das, achso, nee, da sind wir fast ganz knapp, weil sonst hätte ich gesagt, lass doch hier den Zug, den Kohlezug hier rumfahren, auf den Kreis. Hat einer von euch Granaten mit? Oder Nein. Giftkapseln? Nein, aber Wesley kann ja geschwind Abrissplan. umrüsten und. So, ist der Einzug hast du unten eingestellt? Was? Ah, scheiße. Hat nicht geklappt. Ach, jetzt blockieren die sich da unten beide. Oh, jetzt ist eh. Gnichtnet macht alles kaputt. Jawohl. Wow. Wo soll der hinfahren? Also hast du ja schon Ab Eisen hinten ab. zwei, ich habe Ja. kopiert. Ja, ich sehe es gerade. Achtung, jetzt kommt bestimmt gleich ein Zug durchgeschossen. Passt wohl nicht ganz. Ja. Ja, das passte leider nicht mehr. Müssen wir nochmal wegen Signalen gucken. Passt das noch? Deine Tore? Die müssten noch weiter nach hinten, glaube ich. Ja. Oh, noch zu. Nee. Da müssen die hin. Warum steht denn der hier noch? Ach, du willst hier so einen Doppelzug machen, der erst zum einen und dann zum anderen fährt? Also muss den einschalten, oder? War er noch nicht an? Nein. Wesley blockiert wieder alles. Warum Komme ich da steht hier nicht hin? unten So, warum sonst? steht der jetzt? Muss irgendwas mit Signalen machen oder so? Hier ist alles rot. Ach, vielleicht musst du am Ende so, von so einem Kreisel, wenn da nichts dran ist, einfach mal ein Signal hinmachen, oder? Das ist bei Eingang und Ausgang sind da Signale. Ah, hier stand eine Mauer. Blockieren sich. Wo ist hier? Jetzt schon kommen, einer wird gleich übergefahren. Ach Quatsch. Ich brauche nur ein bisschen Luft hier bei den Schienen, damit man auch Signale sieht.
Das ist jetzt das Problem. So, was wollten wir forschen? Die Die Züge, ne? Züge, ja, dass man da Oder? schnellere. Ja, die werden jetzt richtig schön schnell ausgeladen. Hier brauche ich mal mehr Platz. Nee, das hilft mir auch nicht weiter. Oh, verdammt. Habe ich doch vorher gesehen, dass Da das ja noch nicht. grüne Knickis. Ja, Grüne Knickis. 20. Cool, ich wollte nämlich hier. Oh. Ja, siehst du, jetzt kommen die hier schon halb leer an. Mit deinen 45 Du meinst Sekunden vergangen. Stapelgreifer an? So, Einladung. Die Ausladung. Einladung. Einladung. Ja, dann setz mal. Blaupause. Diesmal mit Strommasten. Okay. Eins zu tief, oder? Nein! Aber mit Strommasten, ja? Ja, immerhin. Und jetzt hat er alles abgeklemmt. Ne, jetzt kommt's wieder. So, wir haben 6 Stück, das heißt 2 in jeden, oder? Wo kommst du denn Ja, her hier? erstmal. Machen wir das wieder so? Oder wollen wir jetzt hier auch so ein Warenhaus Nein, machen wir nicht. als Brauchen wir nicht. Verteiler, oder? Ich habe keine Fließbänder mehr. Doch, rote habe ich noch. 6000 ist doch nicht voll, oder? Was denn? 6000 Erz ist nicht voll. Ja, Erz. Deckt Doch. nur zu 50, nicht zu 100 wie bei Eisenplatten. Ja, wenn jetzt die nicht gleichmäßig laufen, dann werden die hier auch nicht gleichmäßig befüllt, oder? Und da müssen wir dafür sorgen, dass sie immer voll sind. Das ist eine Laola-Welle. Rum, rum, Ja. rum. Wie das aussieht, ey. Ja, das Band ist am Limit, oder? Ja, ich glaube. Sky is the limit. Wir sind nicht alles rot hier. Hier oben ist noch rot. Ich fahr mal hoch. Der fährt ja hoch, oder? Ja. Fahr mal hoch, Benny. Wo ist denn mein Hubschrauber? Unten. Ja, ich könnte auch laufen, aber ich bin schon lange nicht mehr Zug gefahren. Oder ich auch nicht. Und die Einstellung hier nehme ich jetzt mal raus. Das löschen. Anlieferung. Ja, von mir aus. Zeit für Raketentreibstoff. Der Hubschrauber schneller fliegt. Echt, fliegt er dann schneller? Sicher. Höhere Höchstgeschwindigkeit, bessere Beschleunigung. Hey, wo fliegen die denn hin? Ja, super, dich beliefern sie und mich ignorieren sie. Ah, ich habe die Priorität auf mich höher gestellt. Ah, genau. So, ich habe jetzt Cheetah. So, ich habe jetzt bei allen Eisenerzabholungen die Dingens rausgenommen, dass er 45 Sekunden nur wartet. Nur so als Info. Kam hier nämlich immer Was? halb leer an. Wieso? Bei den Eisenerzzügen hier habe ich bei den Eisenerzabholungen die Zeitlimit rausgenommen, dass die nur fahren, wenn sie voll sind. Sonst fahren die Na gut. immer halb leer durch die Gegend. Jedenfalls bei dem hier unten. Da ist ja noch die alte Einladung und die ist mehr als nur suboptimal. So, blaue Fließbänder, was brauchen wir noch? Wollen wir die Schmelze gleich vergrößern oder was? Oder erstmal Ja. abwarten? Entschuldigung. Wie ist Ja, ich eigentlich? glaube, die Bänder waren am Limit. Das heißt, wir müssen uns da irgendwas anderes überlegen.
Ja, wir müssen die Bänder dann upgraden. Das sind aber nur ein paar. Dann geht das schon viel besser. Warte mal, ich mach mal hier Upgrade-Planer. Zack, zack. Über was? Über die Bänder. Ach so. Hast du alles blau? Jetzt ist alles blau, ja. Ja, jetzt sollte das besser laufen. Das Band ist trotzdem voll. Knicher, wieso ist der da gerade stehen geblieben, der Zug? Als du Welcher? da runterkamst? Welcher Zug kam wo runter? Da, der bleibt ja jetzt stehen. Der hätte fahren können. Weil der Kreisel so ausgebaut ist, dass nur. Ja, das mit den Kettensignalen funktioniert nicht so ganz. Also der ist dafür. Zurzeit ist er so, dass nur ein Zug im Kreisel ist. Also du siehst ja hier die Kettensignale alle am Blinken, ne? Ja, vielleicht musst du an den Enden, die nicht belegt sind, ein normales Signal hinmachen, kein Kettensignal. An denen, die nicht belegt sind, wäre es nicht belegt. Ja, hier rechts, nach rechts ist ja kein Ausgang. Da geht ja die Kette nicht weiter. Wenn du hier jetzt ein richtiges Signal statt ein Das kann ja auch Kettensignal alles hinmachst. abreißen, das macht keinen Unterschied, das ist trotzdem alles am Blinken. Nein. Ganz vorsichtig. Ich Mach weg, glaube, mach weg. Oh. das liegt daran, dass er, auch wenn er die Nein. Verbindung nur zu einem hat, Hilfe. fast. Mach zu. Auch wenn er hier die Verbindung nur zu einem hat, dass er hier immer eine Doppelverbindung draus macht. Ja, ich glaube einfach, dass sein Problem tatsächlich die. Ich glaube, das sind die Jetzt hier. ist blau. Die da im Knick sind das, glaube ich. Dann guck, jetzt funktionieren sie. Das sind die hier im Knick, die ich eigentlich ganz gerne hätte. Jetzt haben wir hier irgendwo einen Deadlock, oder? Der ist rot, der ist rot, der ist rot. Warum fährst du nicht? Warum bist du rot? Du bist doch grün. Jetzt hast du es kaputt gemacht, echt. Setz mal die normale Pause nochmal drüber. Dann mach mal nur das, was ich gesagt habe. Ändert nichts an der Sache, aber gut. Das und das. Wo habe ich noch normale Signale? Hier, guck mal, dieses Signal hier, das macht's kaputt. Ja, setz da mal ein normales Signal hin. Nee, das Problem ist, dass er hier eine Verknüpfung zu drei Schienen macht. Er weiß nicht so genau, wo er hingehört. Normales Signal kann ich hier auf gar keinen Fall reinmachen. Stehen bleiben darf er da auf gar keinen Fall. Na, dann mach noch mal ein. Die müssten theoretisch weg. Ja, aber dann hattest du ja jetzt gerade eben wieder so ein Deadlock. So, da haben wir jetzt ein Zugsignal. Verstehe halt nicht, warum diese Kettensignale nicht funktionieren. So wie es aktuell ist, kann ich alle Kettensignale im Kreisel wegnehmen. Guck mal, wieso ist denn das jetzt gelb, rot? Naja, basteln wir mal weiter. Ah. Oder nicht? Ah, Nein. der Benny So, dann überholt mich machen wir jetzt hier halt zu schon. Ende der Folge nochmal den Death Counter ein höher. Für den Benny. Überlenkfolge, nur deswegen. Oh, laufe ich langsam. Nein. 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 Ja, Freunde, zum Ende der Folge nochmal ein bisschen Action hier.
Wo liegt er denn? Der Dev-Counter hat sich schon gelohnt, würde ich sagen. Wo liegt er denn? Ach da. Ich weiß, wo ich liege. Auf dem. Ja, klar, auf der Schiene. Ja, nee, auf dem Knicklicht, auf dem Kettensignal liegst du. Deswegen hatte ich dich nicht gesehen. Was hatten wir denn? Bennizone oder Benny? Ich glaube, wir haben es ganz gemacht, ne? Weiß ich nicht. Da, so, zack. So langsam füllen sich hier unsere Marker. Irgendwann siehst du die Base nicht mehr. RIP Bennizone, RIP Kniechnell, RIP Questday. Wir sind da unten jeder einmal gestorben. Immer Ja, schön neben den das ist Schienen. böse. Immer schön neben den Schienen. Das ist eine böse Ecke hier. Ein Wunder, dass keiner beim Bahnhof noch gestorben ist. Aber Am wir haben, Bahnhof fahren glaube sie ja ich, noch langsam. nicht. Wir haben noch nie, wir haben am Anfang noch nicht alles markiert, ne? Die gestorben sind. Nee, alle am Anfang hatten wir nicht. Wir haben erst nach ein paar Tonen von mir da angefangen. Naja. Okay, die Bänder hier sind nicht voll, da kann Dann lass man mal die ruhig. Folge beenden. Dann lass uns erstmal die Folge beenden. Genau. Bin ich auch Freunde. stark dafür. Keiner hat's gesehen. Wir schneiden die letzten 5 Minuten raus. Alles klar. Machen wir nicht. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.